So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Island 1. Wir haben uns in der letzten Folge durch die Kanalisation hier geprügelt und werden jetzt erstmal noch meinen Fähigkeitenpunkt vergeben, den ich gerade sehe. Was machen wir denn? Wir könnten... Elementardauer wäre was. Oder Chance auf seltene Gegenstände als Beute. Das wäre natürlich auch interessant. Menge an Munition, die du tragst. Ach, das wollte ich eigentlich. Oder was haben wir hier? Anzahl der Extraplätze 2. Verringert Reparaturkosten. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Was ist denn hier mit Raserei? Zieh deine eigene Seitenwaffe und lass deinen Feind einmal Hallo zu deinem kleinen Freund sagen. Alter, was ist das denn? Zieh deine eigene Seitenwaffe und lass deinen Freund, lass deinen Feind einmal Hallo zu deinem kleinen Freund sagen. Ja, bei mir steht da was komplett anderes. Ich habe Blutrausch. Ich weiß auch nicht. Bei mir ist es Beschützer, ich mach das einfach mal. Weil ich Schaden plus 10%, Chance auf kritische Treffer plus 10, Ausdauerkosten minus 15 und zusätzliche Gesundheit plus 25. Okay, let's go. Wenn die Raserei-Anzeige voll ist, halte Kreis gedrückt, um Raserei zu nutzen. Okay. Wollen wir uns das mal an? Alter, was? Ich hab den Lauf von deiner Knarre im Gesicht. Das war aus Versehen. So, würde ich sagen, gehen wir zur Stadthalle. Also, mal gucken, was da auf uns wartet. Let's go. Der Bürgermeister. Ja. Und bestimmt jetzt neues Gebiet. Hey. Ist eine Karte? Nee. Noch Karte nicht verfügbar. Hey, we got more survivors. Ja. Ja. Hier sind die Survivors. Verbessern muss ich jetzt nichts. Liegt hier ein Ausweis? Nicht, ne? Nö. Oh, Polizist, hallo. Ja, gehen Sie ruhig durch, nicht so schüchtern. Die haben gar keinen Namen. Ja, die heißen Polizist. You came through the sewers? Well, that means those things can get through that way as well. Ja, Roy, da hast du recht. Oder kann. Ja, wo ist jetzt Siegfried? Er ist, wo Roy ist. Ja, okay. Muss nur Roy finden. Ich hab Herr Überleben da gefunden. You hear him out there? Was ist denn hier? They get in here. Oh, das ist aber ein großes Gebiet hier. Ja, ich habe meine Karte ist noch nicht verfügbar. Nee, meine auch nicht, aber ich bin hier. Ich habe ein paar weitere Polizisten gefunden. Goddamn Bandits. Guck mir das hier alles mal an. Vielleicht gibt's ja hier irgendwo. Was zum Sammeln. Ja, darauf spekuliere ich auch, aber... Josh, habe ich gefunden. Ich gehe mal ganz nach oben. Keep the marker away from the face. D.F. Wallace writing about John McCain. Okay. So, what's the plan? Somebody must have a goddamn plan. Oh, ich bin beim Bürgermeister gelandet. Der Bürgermeister hier was in seinem Büro. Wollte eigentlich noch weiter rumsuchen, aber irgendwie. Aber den Bürgermeister gerade aus. Er hat Alkohol hier stehen. Aber da ist auch Schnellreise, also da ist das eigentlich ganz gut. Überlebender, Überlebender. So, hier war ich schon so oben. Du hast auch nichts gefunden, ne? Aktuell noch nicht, aber ich bin noch gar nicht fertig mit dem Suchen. Oh, ich bin jetzt draußen auf dem Balkon. Was denn?
Oh, hier sind Pistolen, ganz viele. Und eine Machete. Ist in der Mitte? Ja. Da, wo er mit seiner Flipchart ist. So, jetzt bin ich auch beim Bürgermeister. Ist noch ein bisschen was zu looten für mich. Er hat ein paar Knarren hier und sowas. Damn. That's all our food. What am I supposed to tell these people? Ah, hier. What else can we do? Machete, die ist geil, die will ich haben. Die Pistole ist auch stark. 794. Die ist stärker. Lass dir mal meine schwächere Pistole hier liegen. Ah. Schau mal, die stärkere Pistole. Hier ist noch mal Energy. Also ich habe nichts gefunden. Kein Bauplan, kein Ausweis, kein Fakt, nichts. Ich habe auch gar nichts finden können. Wundert mich eigentlich. Bei so einem großen Gebiet hier. Also, die Gegend, wo wir jetzt hier sind. Den Überlebenden. Aber gut, dann ist das so. Ich würde sagen, wir treffen uns beim Bürgermeister. Ja, ist am einfachsten. I'm sure the man knows what he's doing. I'm sure there's an emergency plan. So. Ich rede mal mit ihm. Leuchte ihn mal mit der Taschenlampe an und dann gucken wir mal. So, Bürgermeister Todd Tennis. Who in God's name are you and how the hell did you get inside here? You're here to find food and medicine. Well, I'm sorry, but that's impossible. Our supplies are limited and we need everything we have. That's all I have to say to you for now. People are waiting on me, and I have things to do. Yeah. That asshole just said the exact same thing those motherfuckers at the police station did. Things go to shit, and it's every fuckwit for himself. 300 families. The flushest motherfuckers in the city. It's just like Norman's. They got theirs, who gives a shit if the ghetto burns? And they're just playing for their own team. And I think it's about time we did the same. What are you saying? I'm saying that we have to find that guy on the radio. And the lifeguard? We promised to help. Oh, fuck the lifeguard, man. If not for him, we wouldn't be stuck here like this. Make the call. Jen, are you there? Yes, I'm here. Were you able to get anything? We're calling it off. Come get us at the sewer exit. Wait, what are you planning to do? Look, if we're gonna survive, we need to get the hell out of here. No one here is gonna help us. We're supposed to be the ones helping. We're the only ones who can. I couldn't help my father, but I can help the others. Jin, listen. The best way to help everyone is to find that guy from the radio. He's the only one who understands what's going on. We're only wasting our time here. I promised I would get those people food and medicine, and I will, with or without your help. We're staying with the plan where I'm taking the car and you're on your own. You won't make it without us, doll. You know it's true. And if you leave us here without transportation, we're not gonna make it either. No one's going to make it if we don't help them. The girl is right. What do you want to do, Jin? It's up to you. I want to supply everyone. The resort, the church, the police station. The motherfuckers at the police station? Are you kidding me? We'll supply everyone but the police station. Those assholes can fend for themselves. Then we'll find the voice from the radio. Agreed? I'll be at the sewer exit. Over and out. Irgendwas habe ich aber verpasst. Weißt du, warum reden die denn alle immer von der Police Station? Ich kann mich an gar keine Police Station erinnern. Ich auch nicht. Oder die war so mickrig und klein, dass du die... Ja, aber Gebiet 1... Hier, Gebiet 1 war ja Rettungsschwimmerturm, Gebiet 2 Kirche. Und jetzt sind wir hier im Rathaus, aber wir haben nie eine Police Station gesehen.
Nee. Zumindest wüsste ich das nicht. Oder das war gar nicht so ein großes. Das war so eine Kleinigkeit, die wir so nebenbei gemacht haben, aber. Bin ein bisschen verwirrt. Oh, Josh. Mit ihm reden? Ja, sprich mal mit ihm. I heard you talking to the mayor. I know where you can find what you need. Not far from here is a market. The problem is it was overrun by one of the rascal gangs. They'll kill you as quick as look at you. But I know a way through the sewers. It's not an easy trek, but you don't look the type that's easily discouraged. Interested? Auf jeden, besorge Vorräte im Supermarkt. Let's go. I'll do what I can. All the entrances to the market are barricaded. Except for the one that very few know about. Head downstairs and talk to the guard at the door. That old drunk will let anyone through if you offer him a little favor. It's the only way. Ich würde mal eben gerne einmal an der Werkbank eine Granate herstellen, weil so eine Wasserleiche ist eine Trophäe, die mit einer Granate zu killen. Und das würde ich gerne mal probieren wollen. Eine Deo-Bombe. Das ist generell Granate. Kannst auch Haftbombe machen. Ich werde eine Deo-Bombe nehmen, weil ich habe davon mehr Materialien. Weil ich habe mal festgestellt, so Materialien für Molotovs und sowas ist aber sehr, sehr wenig immer. Ja, obwohl wir sehr viel looten. Ja. Mal ganz kurz gucken. Deo-Bombe. Aus. Mach da mal. Okay. Ja, dann können wir mit der Wache reden, würde ich sagen. Na, ich bin da. Okay. Gucken, was er für einen Gefallen von uns möchte. I'm not supposed to let anybody by, but I could turn a blind eye if you could do something for me. Suche Alkohol, ach hey. Yeah. I'm stuck here for the time being guarding this goddamn gate. I can't even leave to have a bloody piss. So if you could go upstairs to the mayor's office and look for a bottle of... Den habe ich schon geholt von ihm. I'd appreciate it. Anything will do. If I'm gonna bloody sit here waiting for doomsday, the least that pompous jerk can do is make sure I'm properly lubricated. You wanna do it? Ich hab den vorhin schon mitgenommen von ihm. Thanks. That should wet my whistle for a bit. On your way then. Okay, let's go. So. Ach, hier ist nochmal eine Werkbank. Na gut. Und das mal gewusst. Suche einen Weg zum Supermarkt. Dann auf geht's. Gehen wir wieder ins Abwasser rein. Gucken wir mal, wenn wir so eine Wasserleiche finden, dann scheppern wir da mal. Ach, er lebt hier sogar. Tut mir leid, ich hab dir dein Energy weggenommen. Oh, 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 oh. Alter, er ist hinter der Tür gewesen. Der Zerstörer hier. Ach, der stinkt. Der Gegner stinkt. Dass wir jetzt wieder komplett zurück müssen. Ach, ich werde nicht überrascht. Pass auf. Explodieren da. Lauf einfach an allen vorbei. Ah. Bin kaputt. Explodieren da. Ah, Selbstmörderfleisch. Ach ja. Mann.
auf der anderen Seite der... Oh, jetzt habe ich dir den geklaut. Was hast du mir geklaut? Den Energy Drink oder nicht? Nee, ich habe den. Dahinter okay. Ist einer oder was? Da ist ein Explorierender, direkt dahinter. Ah ja. Hallo. Ist voller Blut. Was ist das denn hier? Ist hier irgendwas? Leider nicht. Außer Energy? Hier sind zwei Energies noch. Ne, ich bin voll. Okay. Beim Nebengang. Hier ist ein Explodierender. Ja. Weit genug entfernt? Ja. Nix. Ah, er liegt hier. Mal immer drauf treten. Oh, wir sind schon da. Ja, ist doch gut. Mal gucken, was wir hier Schönes bekommen. Okay. What do we got here? Ah, warte mal, hier hinter dir, da ist noch so ein Schrank. Eine Seife, geil. Okay. Er hat die raus. Seife aufgehoben. Was war das? Hat er denn die Tür aufgemacht? Ich nehme mal vorsichtshalber hier den. Ja, wer weiß, was jetzt hier ist. Ah. Oh! What? Das war Alter, zu geil. Das hat meine Raserei. Ja, schließe das Dampfventil. Ach, sag bloß. Ja, geil. Ich hab's gesehen. Ja, das hat aber meine Raserei angefacht. Das hat meine Raserei angefacht. Boah, er hat mir eine Schelle gegeben. Bin gleich tot. Ja, das macht denn überhaupt nichts. Weil das bringt gar nichts, oder? Naja, nicht für die. Das bringt nur das Ding zum Explodieren. Wahrscheinlich nur, damit du dieses eine Teil hier durchtragen kannst. Mädchen. Ich hab daneben geworfen, so eine Scheiße. Meine Waffe finden. Oh, das ist ein Blob. Ja? Das ist meine Wasserleiche hier. Pass auf. Mal gucken, ob das funktioniert. Hallo. Boah, es hat ihn nicht gekillt. Er hat mich angestänkert, ich bin tot. Steh wieder auf, 30%. Ja, danke, 2900 verloren. Geil. Okay, so eine Wasserleiche hält anscheinend ganz schön viel aus. Mal eben so eine Bombe. Oh, hallo, was ist denn hier los? Ach, hier müssen wir hin. Oh, ich bin aus Versehen weitergelaufen. Wollte ich gar nicht. Oh, hier ist viel. Ich habe einen Bauplan gefunden, ja. Stacheldraht. Muss alle finden. Trophäe. Finde 60 Sammlerstücke. Ja, sehr schön. Nägel, Draht, Draht. Nägel. Bolzen, Bolzen. Was ist denn los? Niedrigstufe 2 benötigt. Ja, mache ich dir auf hier. Eine Sichel drin. Oh, eine behinderte Sichel. Die ist ganz gut. Ja. Klingmod. Blühende Kling. Würde aber eigentlich gerne.
Genau, mal eine Deo-Bombe machen. Hacke Spitzmod. Pistole, Schockpistole, glühende Klingemod. Ach, ich warte erstmal noch. Ach nee. Das war aber mal eine schicke Ecke, wo eine Werkbank war. So geil war das selten. Anything worth anything in here? Noch was? Na, ich hätte. Aha. Ist da was? Ein Schädel. Ja, ein orangenen Schädel. Ernsthaft? Warum findest du denn die Schädel immer? Den habe ich jetzt genommen. Ja, ja, der war da drin, oder was? Ja, in dem Einkaufswagen. Aber was bringen mir die? Weiß ich nicht. Ich finde sie auch nicht im Inventar. Vielleicht sind das irgendwelche geilen Sachen, mit denen der Host was machen kann. Nein, das kann ich nicht machen. Wer weiß das schon? Modifizierung. Wir haben einen Weg nach draußen gefunden. Ja, wahrscheinlich treffen wir hier gleich auf irgendwelche Schießbanden. Ja, gehe ich von aus. Direkt zur Haupthalle durch. Easy. Polizei ist am Start hier. Immer auf die Polizei drauftreten. Ah. Polizisten sind weg. Was ist er denn hier für einer? Okay, die sind da drin gefangen. Da können wir nichts machen. Was ist da an der Tür? Ach, krass. Oh, jawohl. Ich habe mal direkt wieder die Tür zugemacht. Ja, ich wollte eigentlich hier die Tür mal aufmachen, weil hier ist nämlich noch... Hier ist ein Ausweis. Ich habe Orleander gefunden. Oh, verschiebe das Bild. Oh, was ist das? Öffnen. Safe! $2000. Warte, lass mich raus, dann kannst du dahin. Ich hab's ja schon bekommen. Ja, stimmt. Zweimal. Ich auch. Ich hab's auch nochmal gekriegt. 4000. Ja, nein. Ich hab gut Geld. Ein bisschen Musik angemacht. Okay, ja, dann ab in den Supermarkt. Ich habe 32 Schuss. Ja, ich habe nicht einen. Also musst du über den Fernkampf regeln. Ich habe die andere Tür aufgemacht. Alter, will ich mich verarmt. Äppeln. Now you're really dead. Er ist tot. Hier sind auch viele Früchte. Mal gucken, ob ich hier irgendwie umlaufen kann, Alter. Der eine, der ist auf mich fixiert. Wow, 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 wow. Der ist One-Shot, der eine, wo du bist. Oh, ich habe eine Pumpgun gefunden. Nice. Hier sind auch ganz viele Früchte, also wenn man mal Schaden kriegt, ist gar nicht so dramatisch. Einer ist da bei dir. Kill den nochmal, der da bei dir ist. Den habe ich dir gelassen. Wo sind die Pumpgun? In meinem Inventar. Achso, ja gut. Oh, deren Pistole ist aber besser hier. Auf, das sind einige.
Wieso hast du mal in den Rücken geschossen? Wir müssen gleich hier mal einmal looten, ne? Ja, auf jeden Fall. Einmal hier so ein bisschen rumgehen, aber es sieht gerade gut aus. Ich glaube, wir können mal eben... Can't hurt to look. Unser... Freddy Krüger. Ah ne, Jason ist das ja. Freitag der 13. Ja. Ich hab einen Rochenschwanz gefunden. Ja, gut. Hau ich mir erstmal rein, den Rochenschwanz. Wo war denn die Pumpkin? Wo hast du dir den denn rein? Da sag ich nicht. Wie ist denn beim Inventar die Pumpkin? Ja, aber du musst ja irgendwo aufgenommen haben. Ja. Ich habe zwei Schüsse mit der Pumpkin. Habe ich denn meine Schockpistole nicht ausgerüstet? Was ist das denn für ein Quatsch? Und keine Pumpkin, ich finde Zitronensaft. Kann auch schön sein. Hast du da eigentlich auch noch irgendwo was rumliegen? Munition? Ja, ganz viele Früchte. Ja, ja. Jo, was wollen wir denn hier mal weiterleveln? Hast du... Ah. Alkohol. Na, also ich bin hier soweit, glaube ich, durch mit dem Looten. Ich bin jetzt gerade in der Elektroabteilung. Ja. Maybe I'll find something useful. Aber allzu viel liegt hier auch nicht mehr. Also von mir aus können wir weiter. Ja, ich habe einen Lappen gefunden. Aus dem Lappen? Nee, danke. Aber ich habe einen Ausweis gefunden. Was? War ich doch gerade. Ach krass. War ich gerade. Oh. Werden wir angegriffen? Naja, die haben die Tür zugemacht vor meiner Nase. Hier. Müssen wir einen anderen Weg nehmen. Müssen wir durch die Tür. Ja, du bist ja gut im Aufbrechen. Ja, du schaffst es ja beim ersten Versuch. Ja. War jetzt kein Druck, ne? Ey, ich hab getroffen. Ich war mittendrin in dem Bereich. Da habe ich jetzt nicht getroffen. Drei. Beim dritten Versuch. Ah, lass mich doch. Ein Fakt. Das ist gut. Gucken, was hier alles drin ist. Sieht alles leer aus, weiter geht's. Da Freunde drin? Hier wird ins Gesicht getreten und mein Charakter fragt, you like it? Oh, Gesundheit. Ich habe eine Trophäe gekriegt. 100 Mal Medikit genutzt. Pass auf, da ist noch einer hinter dir, ne? Ich hab den. Oh, hier ist irgendwas im Regal. Boah. Ein Fakt. Ja. Wo kommt denn diese Pumpkin her? Ja, die lag da. Ich kann dir ja zeigen, wo sie lag. Vielleicht findest du ja noch eine. Ja, das wäre eigentlich ganz nett. Ich habe damit schon gerechnet, dass du das schon... Ja, dann komm mit. Ich habe eigentlich alles gesucht. Ich habe wirklich nicht gefunden.
War da hinten, waren die bei dem Kopf, der da hinten war? Die waren da hinten, wo ich die ganze Zeit war, wo ich mich verkrochen habe. Ja, bei dem Kopf. Ja, da ist nichts mehr. Ne? Er hatte die hier wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, hier war ich schon, ne, hier habe ich nichts gesehen. Schade. Aber gut, dann genieße die Pumpgun. Na, du kannst sie ja auch mal benutzen, wenn du magst. Nein, alles gut, kannst du ruhig behalten. Hätte ja sein können, dass ich einen anderen, dass ich es nicht gesehen habe oder sowas und da liegt noch eine. Aber so kannst du ruhig behalten. Ja, dann mache ich das auch. So. Dietrich Stufe 3. Willst du einen Polizeiknüppel haben? Nee, ich bin mit meiner Pumpkin zufrieden. Okay. Oh! Die Pumpkin kannst du gleich mal nutzen. Da ist ein Rammer da hinter der Tür. Also der ist um die Ecke. Aua. Aua. Alter, der hatte 1300. Das ist einmal ein Mord an mich. Da habe ich mir da gerade verdient. Hier noch. Eine Stahlrute, Junge. Ein Rochenschwanz und eine Stahlrute. Also mir geht's echt gut, ey. Hier müssen wir noch. Ja, willst du es nochmal probieren? First try it. Das bin ich enttäuscht. Ah, first try. Champagner. Ich hab Champagner für Svetlana. Ja. Geil. Und Alkohol. So. Was sind für welche? Für was umsonst? Ja, Energy. Brauchst du? Nee, ich bin voll. Da ist noch ein Medikit für dich. Maybe I'll find something useful. Brauch die nicht mehr, weil ich hab ja genug. Ich hab mich ja 100-mal geheilt damit. So, jetzt probiere ich es mal. Ach, ich war eigentlich drauf. Ah. Okay, da war ich nicht drauf. Da war ich drauf. Boah. Oh, und schnell wieder zurück und die Tür zu. Wer für ein Molotow? Hier sind viele. Oh, hier sind gut viele, ja. Ja, der ist tot. Der war aber auch gut Schuss. Oh, da hinten sind ganz viele. Holy. Waffe verzieht aber auch manchmal ganz schön, ne? Boah, der hatte ein Maschinengewehr. Was das schon fast? Nein, da sind noch zwei. Alter, er schwebt. Einer gehört mir.
Oh, hier ist ein Bauplan. Sturmpistole. Lass erstmal looten. Verstaue die Vorräte für den Transport. Ja, das machen wir gleich. Das ist gut Loot auf jeden Fall. Hast du den Bauplan genommen? Wo lag denn der? Hier vorne. Hier drauf. Ach so, ja, ich sehe ihn. Ah, ich hänge hier hinter der Tonne. Sturmpistole. Mhm. Hier ist eine Werkbank. Wir werden mal Sie gucken. Noch irgendwas? Sturmpistole, machen wir es mal. Verifizieren. Werde ich mal meine Pistolen mal upgraden. Alter, ich habe 33.000. Oh, geht weiter. Alter, warum kam auf einmal die Sequenz? Warum kommt die Sequenz? Weiß ich nicht, ich war an der Werkbank gerade. Bist ich wollte gerade looten. Bist du wahrscheinlich in den Triggerpunkt gekommen. Last one. Load it, we're covering you. God damn it. They're coming. Oh shit, you've got company, hurry up. Ich war noch nicht fertig mit looten. Ich auch nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Ja. Können wir nicht nochmal zurückgehen irgendwie? Im Supermarkt. Ja, ich drück nochmal drauf. Ja. Die Mission hieß, wo bist du, Big Daddy? Ich würde gerne noch einmal da ein bisschen looten wollen. Ja, jetzt sind wir hier. What's this here? Ja, wir mussten ja hier durchgehen. Ja, nicht, dass wir hier jetzt nochmal alles von vorne machen müssen. Na, ja, die Feinde. Ich weiß halt nicht, was mit den anderen ist, mit denen die schießen. Alter. Ich will nur einmal schnell durchrushen. Ich bin hier bei der Werkbank, ich bin tot. Ich hab Selbstmord begangen. Ja, ich rushe einmal ganz schnell durch. 30% Wiederbelebung. Wie sieht's denn mal aus? 3300, das ist so ein Schmuck ist das. Also hier sind, also von diesen anderen Gegnern sind keine mehr da. Von den menschlichen. Ja. Aber dann vielleicht ist die Schrotflinte jetzt da. Nee, bin ich gerade lang gelaufen. Echt? Nicht da? Ja. Kommst du dann einfach so an dem Rammer vorbei? Ja, ich laufe einfach durch. Ach, okay. Aua. Mach die Tür hinter uns zu. Still alive. So. Krieg's nicht hin, beim ersten Versuch. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Feinde jetzt aber immer noch hier sind. Oh, hier sind sie wieder da. Ja. Dann let's go. Aber es sind nicht mehr so viele. Mhm. Wir müssen ja den ganzen Weg auch wieder zurück, ne? Ja, das kann sein. Außer es gibt da eine Möglichkeit, dann, ne, gibt's ja nicht.
Weil ich war nämlich hier an dem, an der Werkbank. Ja, und ich bin hier an dir vorbeigelaufen und wollte hier reinlaufen. Ja, und da hast du es wahrscheinlich getriggert. Dietrich Stufe 3. Ja, warte. Oh, eine stabile Kampfsichel. Kannst du die nehmen? Also Level 29, weiß ich nicht. Ich kann die... Ja, bei mir ist der Level 24, aber die hilft mir weiter. Ja, so viel ist hier gar nicht mehr. Na, mal ganz kurz gucken. Ich hab da bestimmt irgendwas, was richtig schlecht ist. Ja, das hier, der Spalthammer. Ja, dann war's das. Das war gar nicht so geil hier. Ne, hätten wir uns auch sparen können, hier nochmal herzukommen. Ja. Cool. Hier auch noch einmal kurz an der Werkbank. Kann ich irgendwas modifizieren? Glühende Klinge Mod. Ach ja, dann... Bauplan Sturmpistole. Habe ich jetzt die Sturmpistole gemacht? Bauplan Starkstrom, Bauplan rotglühende Klinge. Mal ganz kurz gucken. Pistole Sturm. Pistole Schock. Ganzen Weg zurück. Ich glaube, das machen wir aber nicht mehr in der Aufnahme jetzt hier. Das können wir manuell machen, da langlaufen, weil wir sind bei 41 Minuten. Da müssen wir jetzt nicht nochmal das per Aufnahme machen, glaube ich. Ah, das denke ich auch. Also Militärmesser? Level 26? Ne, willst du die Schrotflinte haben? Ich kann sie dir geben. Zum Sturmgewehr jetzt? Ich habe ein Sturmgewehr. Wo kriegst du denn die Sachen alle her? Hä? Ja, hab ich, lag auf dem Boden. Was machst du für krumme Dinger hier in diesem Spiel? Möchtest du die Schrotflinte haben? Ja. Jetzt schon Sturmgewehr hast? Ihr kannst... Ja, gar nicht mal so geil, ey. Deswegen. Also mein Sturmgewehr macht über 2000 Schaden. What? Warum das denn? Ja, weil das so gut ist. Alter, die Schrotflinte sitzt sogar schon auf Stufe 2 und sie ist einfach so schlecht. Ja, was ist das denn? Ich nehme sie jetzt mal mit, weil du sie mir geschenkt hast, aber... Oder was machst du da? Handel bestätigen? Ich weiß nicht, was willst du denn handeln hier? Ich kann ja dir das andere auch mal zeigen. Ja, zeig mal. Ja, ich finde, es ist bei mir gar nicht mehr drinne. Kann ich nichts machen, tut mir leid. So ein Pech aber auch. Ja, ich, wo du die ganzen Sachen herholst. Mann. Gut, dann würde ich sagen... Ja? Eine bekannte Person von mir würde jetzt sagen, es war einfach da. Ja. Und dabei belassen wir es. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir verabschieden uns hier an der Stelle. Wir rennen jetzt zurück zum Dingens, zum Schnellreiseportal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.